Hallo, Servus und herzlich willkommen bei Underwater World Shark. Vor ein paar Tagen waren wir im Divers Indoor Tauchcenter in der Nähe von Erding bzw. vom Münchner Flughafen. Wenn ihr sehen wollt, was wir da erlebt haben, dann bleibt dran. Die Anfahrt führte uns durch München hindurch, immer Richtung Flughafen. Kurz vor Erding ging es dann nach links weg Richtung Oberding auf Kirchen. Das Divers bietet neben dem Indoor Diving auch Ausbildungen, Ausrüstungsverleih, einen Tauchshop sowie einen kleinen, wirklich cool eingerichteten Gastronomiebereich. Hier kann man sich nicht nur zwischen den Tauchgängen stärken, sondern auch durch Fenster in einige Becken blicken und die Tauchkollegen beobachten. Der Umkleidebereich bietet genügend Platz, um seine Ausrüstung aufzurödeln und sicher zu befestigen. Hier geht es über einen Treppenaufgang direkt zu den Tauchbecken. Und los geht's ins nasse Element bei ca. 23 Grad Celsius. Ich empfehle daher mindestens einen 3 mm, besser noch einen 5 mm Anzug. Sonst wird es nach einer halben Stunde merklich frisch. In den insgesamt 8 Becken mit 2 Millionen Liter Wasser bei einer gleichbleibenden Tiefe von ca. 4,2 Meter hat man einige interessante Dekorationen angebracht, wie hier zum Beispiel dieses wirklich schöne kleine Riff. Das bietet für Unterwasserfotografen und Filmer geeignete Motive, um sein Kamera-Equipment zu testen oder neu einzustellen. Leider hatte ich meine Unterwasser-Videolampen nicht dabei. Sehr ärgerlich. Die 8 Becken sind durch kleine Luken und Gänge miteinander verbunden. Das macht das Tauchen wirklich spannend und hat fast schon etwas von einem Labyrinth. Musik.
Hier geht es direkt ins größte Becken, in das wir auch gleich rübertauchten. Das hier kann man ja mal wirklich als Liebe unter Wasser bezeichnen. Also wirklich langweilig wird's einem hier nicht. Sollte es doch jemand etwas fade werden, kann man ja etwas Ball spielen. Langsam, aber sicher machten wir uns dann aber auch wieder auf den Rückweg. Thank you.
Da hat aber einer die Haare schön. Jetzt wird's aber wirklich höchste Zeit mit dem Friseurtermin. Wie ihr sehen konntet, hatten wir wirklich einen Riesenspaß im Divers. Ich kann euch dieses Tauchcenter wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, so lasst doch am besten einen Daumen nach oben zurück. Und wir freuen uns auch wirklich über jeden Kommentar. Wenn ihr in Zukunft wissen wollt, was wir so noch die nächste Zeit unter Wasser alles erleben werden, dann abonniert den Kanal, stellt die Glocke auf scharf. So verpasst ihr auch wirklich kein Video mehr. Ich sage schon mal Danke, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Euer Hegen.